Hallöchen, ihr Simlinge. Willkommen zurück bei einer schlecht gelaunten Familie. Der Kind ist wirklich gerade sehr schlecht. Und aua, aua und baldigen Babygeschrei. Jawohl, es geht auch wirklich gleich los. Ich hatte ein bisschen umgebaut und jetzt ist Niki duschen und das Baby ist jetzt schon unterwegs. Ja, das ging ein bisschen schnell. Ja, wie gesagt, ich hatte das Spiel dummerweise noch ein bisschen laufen gehabt. Aber das macht nichts. Wir sind ja noch dabei, wenn das Baby kommt. Und das Baby kommt beim Duschen. Wahnsinn. Das Baby rutscht einfach mal so unter der Dusche raus. Naja, auch nicht schlecht. Niki bekommt ein Baby, während sie duscht. Na, jetzt bin ich ja gespannt, ob sie aufhört oder nicht. Okay, sie ist wenigstens noch vorgekommen dafür. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Okay, es muss noch drin sein, der Bauch ist noch dran. Im Wagen liegt es nicht schon. Ja, genau, Niki, wir beobachten dich jetzt einfach mal. Lies noch mal ein Buch oder können wir vielleicht noch ins Krankenhaus fahren oder ist es zu spät? Bleib doch mal stehen, du. Baby im Krankenhaus bekommen. Also es ist noch nicht zu spät. Und wir können sogar noch mitmachen. Nehmen wir jemanden mit? Nein, wir fahren alleine. Wir fahren alleine, genau. So machen wir das. Wir bekommen unser Baby im Krankenhaus. Wir fahren mit Niki alleine, weil, naja, es ist ja nicht wirklich ein Vater da, der mitfahren könnte oder so. Deswegen, Niki, du solltest doch... Ich pausiere mal kurz. Du solltest doch ins Krankenhaus fahren. Fehlt hier irgendwas? Ich kann sie nicht losschicken. Naja, okay, dann müssen wir uns wohl überraschen lassen, ob sie jetzt geht oder nicht. Oder du sollst doch nicht abwaschen. So, okay, jetzt geht's los. Erstmal noch schnell das dreckige Geschirr hin und her geräumt und jetzt bekommen wir unser Baby. Wir haben es also doch nicht mehr ins Krankenhaus geschafft, aber das soll uns ja nicht stören. Und ist der Bauch jetzt schon weg? Nee, der ist immer noch da. Hallo Baby, wir warten, komm raus. Wir sind gespannt, was wirst du? Wirst du ein Junge, ein Mädchen? Das ist so ein spannender Moment, jedes Mal wieder, das ist wirklich irre. Und Lara räumt das dreckige Geschirr weg. Das soll sie gar nicht. Naja, macht nichts. Niki, wo bleibt das Baby? Jetzt setzt sie sich erstmal noch dahin. Sie lässt uns zappeln. Sie lässt uns echt zappeln. Ich guck mal ganz fix zu diesem Stubenwagen. Der ist noch leer, jawohl. Also... Es müsste jeden Moment losgehen hier. Jetzt haben wir es. So, Niki. Bitte, wir warten. Jetzt mach doch endlich mal was. Jawohl, Niki bekommt ein Baby. Jetzt geht's endlich los. Erstmal mit dem Manuel unterhalten, während sie das Baby kriegt, ne? Naja, immerhin steht sie nicht mehr unter der Dusche. So. Wir sind gespannt, der große Moment ist gekommen. Sie lässt uns echt zappeln. Jetzt steht sie auf, das kann nur was Gutes bedeuten. Erstmal Fernseh gucken, voll, die ist voll aufgedreht irgendwie, voll, weiß ich nicht, aufgedreht, kann man das so nennen? Die rennt nur durch die Gegend, geht duschen, geht erstmal das Zeug hin und her räumen, geht an den Tisch, setzt sich hin, geht auf die Couch, guckt 3 Sekunden Fernseher und dann quatscht sie noch mit allem, das ist ja okay, das kann sie ja.
Jawohl, na endlich. Der Babydienst hat uns einen kostenlosen Stubenwagen bereitgestellt. Ja, jetzt haben wir aber zwei. Warum haben wir zwei Stubenwagen? Irgendwas ist hier gerade tricky. So, der große Moment. Jawohl, es ist ein Junge. Wir haben einen Jungen bekommen. Und wie nennen wir den? Das ist natürlich für die große Preisfrage. Wir nennen ihn... ich habe hier ein paar Namen. Wir nennen ihn... Ich weiß es. Wir nennen ihn... Halt, nein, verkehrt. Jack. Der kleine... Jack Black. Das passt. Der kleine wird Jack heißen. So, jetzt kann das Spiel bitte auch wieder fortsetzen. Hallo? So. Wir haben einen kleinen Jack. Oh, schaut euch das an. Ist er nicht niedlich? Na gut, wir sehen ja noch nichts von ihm, aber alle Babys sind niedlich, deswegen. Oh, der kleine Jack. Hallo Jack. Dein kleines Äffchen mit einer Banane hat er auf dem kleinen Pulloverchen. Jawohl, das Baby ist da. Wir haben einen kleinen Jack. Und ich gehe mal fix in den Baumodus, damit wir ihn umstellen können. Wo stellen wir den kleinen Jack hin? Den stellen wir hier hin. Aber neben den Fernseher ist auch ein bisschen doof. Da bekommt er immer die ganzen Geräusche ab. Wo stellen wir den kleinen Jack hin? Wir können ja das Trainingsgerät... Trainingsgerät, der Gerät. Das können wir ja irgendwie in Flur stellen. In etwa so hier. Und dann kann er hier wieder in die Ecke. So. Und warum auch immer wir jetzt diesen zweiten Stubenwagen haben, wir verkaufen den einfach. Und jetzt geht's weiter. Jawohl, wir haben einen kleinen Jack. Lang genug hat's gedauert. Er ist endlich da. Wir... hatten ja in dem letzten Part mit den Kindern Urlaub genommen. Wir können uns also richtig schön um die Bedürfnisse von denen kümmern. Niki wird mal fix das Waschbecken reparieren. Und ja, also Noah ist zum Beispiel müde. So wie es aussah. Ja, also der kann ja eventuell noch ein bisschen Fernsehen schauen. Und danach auch ins Bett gehen. Film ansehen. Sims aus dem Jenseits. Noch einen schönen Horrorfilm gucken, bevor er ins Bett geht. Aber das Monster hinterm Bett kommt ja Gott sei Dank nur bei den Kleinkindern. Drei gewöhnliche Tuning-Teile hat sie diesmal gefunden. Es wird irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl. Und vor allem geht das auch immer schneller, wenn sie repariert. Die Kinder brauchen da noch ewig. Aber Niki... So... Niki, wie sieht's denn aus? Es geht noch. Du kannst dich auch nochmal schnell fix um den Garten kümmern. Hier. Oh, die Bananen sind gut. Die können wir weiterentwickeln. Alle drei sogar. Nee, nur zwei. Schade. Naja, macht nichts. Aber Niki ist auch schon müde. Die werden wir dann auch ins Bett schicken. Das hat sie sich verdient. Nach dieser tricky Geburt hier gerade. So, wie sieht's denn aus? Wie geht's denn dir, Manuel? Manuel ist auch müde. Danach kann Manuel ins Bett gehen. Jamie, was machst du mit der Tasse? Sehr brav. Ihr lernt dazu, dass ihr das Zeug einfach nur abstellen sollt. Jamie, wow! Jamie, dir geht's sehr gut. Was macht man mit dir? Ach ja, genau. Du wolltest die... Comedy-Fähigkeit ausbauen. Witze schreiben. Das kannst du gleich mal machen. Tun. Und das schmeißen wir wieder weg. Ach so, ja, genau. Wie gesagt, ich hatte ja oben ausgebaut. Das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Und zwar gehen wir mal eine Etage nach oben. Tadam! So sieht das jetzt oben aus. Die Räume sind fertig ausgebaut. Yippie! Also hier, das Zimmer, kommt eventuell ein Kinderzimmer oder das Teenagerzimmer.
Hier, das wird ein kleines Durchgangsbad. Und das hier wird eventuell das andere Kinder- oder Teenie-Zimmer, je nachdem, was ich da drüben hinbaue. Und das hier, das könnte ja eventuell sowas wie ein Gaming-Zimmer werden für die Kinder, ein Spielezimmer. Weil das hier wird als Kinderzimmer so an sich mit den Betten ganz schön enge werden, wenn wir da noch Spielzeug reinstellen oder extrem viel Spielzeug, wie die Void-Kampf-Arena, das, naja, das wird eng. Und deswegen, jawohl. Also, so viel zu dem Thema Obergeschoss. Es ist fertig ausgebaut. Die Wände sind gezogen. Wir müssen also nur noch Tapeten aussuchen, einrichten. Das wird auch nochmal teuer, aber das kriegen wir auch noch hin. Und ja, jetzt spielen wir erstmal hier weiter. Wir schauen mal, wer hat sich um den Garten gekümmert gehabt? Manuel, was der so im Inventar hat. 50 Erdbeeren. Hui, das sind ganz schön viele. 360 haben wir dafür bekommen. 8 Weinreben. Weintrauben, nicht Weinreben. 222 Simoleons. So, das verdorben. Also kann das auch weggeschmissen. Oh, Jack. Der kleine Jack. Wo ist der kleine Jack? Ach, hier haben wir den hingestellt, genau. Wer kann sich mal ganz fix um den Kleinen kümmern? Lara. Lara ist energiegeladen. Die kann ihre Energie sinnvoll in das Baby. Wie wird die erste Reaktion sein? Ich glaube, sie freut sich über ihren kleinen Bruder. Über den kleinen Jack. Oder? Noah, wieso ist denn Noah so blau eingeschlafen? Ach, aber hier, wieso ist sie traurig? Weil neu. Ist okay, das sah ja aus, als würde sie sich freuen. Das ist ja schade. Neues Geschwisterchen. So, die Lara wird den kleinen Jack mal mit der Flasche füttern und die Windel wechseln. Jana, bitte sei leise. Bitte, bitte, bitte. Bitte hör auf zu weinen. So. Lara, das ist nicht verkehrt, wenn du das lernst. Du bist bereit zum Erwachsenwerden. Und ja, dann wird das für dich auch irgendwann relevant werden, den Umgang mit den Babys zu kennen oder schon ein bisschen zu können. Denn wir wollen ja natürlich auch Oma werden mit unserer Niki. Yo, Jamie, wie geht's? hier war's. 2 von 3. Also eins brauchen wir hier noch und dann können wir hoffentlich altern. Dann werden wir hoffentlich in der Schule besser. Lara, du bist doch nicht schon fertig mit dem Baby. Das schreit doch immer noch. Windel wechseln. Mit Flasche füttern. Und ein bisschen liebkosen. Reden. Schaukeln. Ah, Mama macht schon. Mama macht. Niki? Wie geht's denn dir? Total müde. Ja, genau, du solltest ins Bett gehen. Niki, du gehst jetzt mal ins Bett. Brawny Man, herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Jawohl, du bist der Nächste. Hust, hust. Ja, so viel dazu. Lara? Warum kümmerst du dich nicht ums. Ach so, genau, Niki stand gerade davor, deswegen. Du plauderst jetzt bitte mal nicht mit Hannah. Ich will das jetzt mal sehen, wie das funktioniert. Weil irgendwie. Okay, also alles klar, funktioniert. Nochmal, Windel wechseln und mit Flasche füttern. Wer ist denn jetzt noch alles wach? Jamie, der sitzt noch am Computer. Der baut noch seine Comedy-Fähigkeit aus. Manuel, der. Oh ja, der kann, den können wir auch mal langsam ins Bett schicken. Frühs um 9, um 10. Auch nicht schlecht. Ah, oh, nee, der geht auf wild auf die Couch. Du gehst bitte mal ins richtige Bett. Ins richtige Kinderbett. Oh, wir müssen echt ausbauen. Wir müssen echt ausbauen. Das ist so kinderungerecht, dass erstmal die Teenager. Och nein, Hannah. Nein, komm.
Wer kann sich mal mit Hannah beschäftigen? Ihm ist auch unwohl. Komm, ihr könnt euch gegenseitig aufmuntern. Freundlich. Beste Freunde werden. Los, komm. Vielleicht tröstet sie das ja ein bisschen, wenn sie einen besten Freund mehr hat. Oh, ist das niedlich. Oh, ist das toll. Schön. Beste Freunde werden. Toast ausbringen. Los, komm, wir bringen mal einen Toast auf das Baby auf. Aus. Vielleicht geht's ihr dann auch noch besser. Kennenlernen. Frage über Filmhandlung stellen. Das werden wir mal machen. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Und jetzt machen wir uns erstmal ein Selfie. Ich glaube, das lenkt die kleine Hannah ein bisschen ab. Das ist ganz gut so. So, Hendrik. Wie sieht's denn aus? Du kannst noch ein wenig Fernseh schauen. Na, du bist auch gerade erst aufgestanden. Aber du fängst da an zu stinken. Deine Hygiene ist echt mies. Mies dabei, ne? Und so schnell haben wir wieder 1300 Simoleons. So, das auch noch. Die trinken erstmal alle reihenweise Kaffee, weil es denen so schlecht geht. Lara spielt Schach. Wir brauchen echt mal einen größeren Fernseher. Ich glaube, das wird das nächste sein, was wir erstmal kaufen. Jamie, wie weit bist denn du? Hast du das jetzt schon fertig oder? Nee. Immer noch ein Punkt, den wir brauchen. Wir haben ja gestern... Och nein, Jamie ist krank. Jamie sieht aus. Wie siehst denn du aus? Machst du noch das, was du sollst? Würdest du schreiben, ja. Wir gucken mal. Schnell, fix. Reisen? Nee. Krank melden. Cool, krank melden kann man sich auch. Das wusste ich auch noch nicht. Selfie machen. Okay, na das ist ja fetzig. Dass man sich auch jetzt krank melden kann. So, Niki. Du bist inspiriert, alles klar. Warum bist du inspiriert? Voller Verzweiflung trinken? Wieso? Sie ist inspiriert, aber verzweifelt. Wie geht denn das? Du kannst dann mal fix auf die Toilette gehen. Die wird dann ja wieder frei sein. Und dann in dein neues Schlafzimmer einziehen. So sieht's aus, das Ganze. Auch noch ziemlich leer. Aber das wird sich füllen. Das wird echt noch gut werden hier, das Ganze. Schlafen. So, wer hat denn nur alles ein Bett und wer nicht? Ich hab's gar keinen Durchblick mehr. Die gehen immer alle alleine schlafen und deswegen... Geh doch mal raus, Hendrik. Nein. Doch, doch, du bist Hendrik. Sah gerade aus von oben wie Noah. Sozial, na wieso ist denn dein Sozialkontakt im Arsch? Kannst du mal mit deinem Bruder quatschen und eine fesselnde Geschichte erzählen? Ihr könnt euch auch mal ein bisschen kennenlernen, das tut euch nicht... Das tut euch gut. Wenn ihr euch kennt. Bewunderung ausdrücken. Und danach, bevor du anfängst zu stinken, gehst du bitte mal unter die Dusche. So, und ich glaube, da haben wir... Noah, verspielt. Mhm. Oh, Noah, du könntest mal ins Bett gehen. Oh mein Gott, Noah hat's auch erwischt. Noah hat auch so eine Flecken. Noah kann sich auch krank melden. Wird dann eigentlich... Wenn die Kinder krank sind und sich krank melden, vorher aber Urlaub genommen haben, wird der Tag dann wieder gut geschrieben? Ich weiß es gar nicht. Das müssen wir echt mal beobachten, das Ganze. Das müssen wir echt mal beobachten und dranbleiben. Hier ist wieder eine leere Tasse. So. Weil es wäre ja eigentlich logisch, dass wir den Urlaubstag, den wir ja eigentlich nicht genommen haben, weil wir krank sind, dass wir den zurückbekommen. So, du kannst jetzt bitte mal schlafen gehen. Welches war denn dein Bett? H?
Hattest du schon ein Bett? Ich glaube, das hier war. Nee, auch nicht. Das hier war seins, aber da liegt die kleine Hanna gerade drin. Also das ist, wie gesagt, das muss. Okay. Energieversagen. Der hat es mal wieder nicht bis zum Bett. Oh nein. Oh Mann, Noah. Der hat es mal wieder nicht bis zum Bett geschafft. Oh. Los, komm, steh mal bitte auf. Oder bleib liegen, mir egal. Was ist denn das hier? Warum liegt denn das mitten auf dem Boden? Wir stellen das mal hier hoch. Das sieht ein bisschen schöner aus. Das da ist schlecht. Das können wir auch wegschmeißen. Das haben wir vergessen, im Kühlschrank zu stellen. Noah hat es nicht bis ins Bett geschafft. Jamie, wie sieht's denn aus? Wie geht's denn dir jetzt? Oh ja, noch ganz gut. Du kannst dann eigentlich mal die Kaffeemaschine reparieren. Und leeren kann man die auch noch. Obwohl, es qualmt ja noch nicht. Also leeren müssen wir die noch nicht. Es ist ja noch nichts schlechter drin. So, wie geht's denn hier? Der kleine Jack. Jack, hallo Jack. Ist der nicht niedlich? Sagt mal alle. Oh, ist der süß. Oh. So, Lara. Du kannst danach auch mal ins Bett gehen. Hattest du ein festes Bett? Das hier, genau. Das ist dein Bett gewesen. Also, gehst du da schlafen? Oh, jetzt haben wir sie vom Essen abgehalten. Oh, voll fies. Naja, wir hätten sie ja wenigstens noch essen lassen können. Na, Jamie, funktioniert das bei dir? Wehe, du kriegst einen Stromschlag. Ich habe da mal so ein bisschen Angst, wenn das die Kinder machen, dass wir eins verlieren durch so einen Mist. Aber der scheint es doch ganz gut drauf zu haben hier. So. Hanna? Hanna, geht's gut. Los, komm, Hanna, du kannst noch ein bisschen mit deiner Void-Kreatur spielen. Meduso. Genau. Das kannst du machen. Und dann haben wir noch Hendrik, der gerade noch wach ist, unser Sportler. Du kannst ja deiner Leidenschaft nachgehen und noch ein bisschen trainieren. Okay, wir haben es wahrscheinlich zu weit in die Wand gestellt. Nochmal um. Stellen das Ding. So. Vielleicht geht's jetzt. Ach, wir sind ja auch auf Hannah noch. Mein Gott. Es wird alles ein bisschen tricky hier. Jetzt geht's. Okay. Doof. Jamie, warum gehst du nicht auf die Toilette? Der steht da und kneift die Beine zusammen, anstatt einfach auf die Toilette zu gehen. Hunger hat er auch. Der kann ja eigentlich mal das fertig machen. Ist auch noch was, was wir wegräumen können. Also hat das wirklich funktioniert mit dem Reparieren? Ja, die Kinder lernen dazu. Sehr schön. Das und danach kannst du auch ins Bett gehen. Ich glaube, dein Bett war das da. Nein, das da. Das da. Hat er überhaupt noch ein Bett? Jamie, wo ist denn dein Bett? Das hier ist seins, alles klar. Haben wir das echt darüber gestellt? So, hier ist soweit alles in Ordnung. Hanna spielt noch hier mit ihrer kleinen Void-Kreatur. Wir waren die Rechte hier in dem Bild. Dieses komische Weiße, das aussieht wie so ein Pokémon. Und? Schauen, gewinnen wir? Meduso setzt Tackle ein. Jawohl. Oh, Baby ist wach.
Baby ist wach, Baby ist wach. Wer kann sich um Baby kümmern? Manuel. Nee, Hendrik. Hendrik macht Sport. Hendrik ist wach, der kann sich mal fix um die Kleine kümmern. Den Kleinen, wir haben einen kleinen Jungen, wir haben einen kleinen Jack. Und mit Flasche füttern und dann noch ein bisschen lieb haben. Oh, mein Gott, wir sind immer noch auf Jamie hier. Ich muss echt mal schauen, dass ich eine neue Maus oder so kriege. Schmutzige Windel wechseln, mit Flasche füttern. Oh, nein, bitte, versteht euch. So, er ist eh mit dem Sport fertig. Und das Soziale geht dann auch ein bisschen hoch. Dann geht es ihm da auch wieder etwas besser. Dann können wir ihm noch was essen lassen. Und hier, da kann er das gleich von der Hannah essen, was ich ihr einfach untersagt hatte. Weil sie sollte doch eigentlich ins Bett gehen. Du solltest doch ins Bett gehen, Hannah. Warum bist du nicht im Bett? Okay, die Großen scheinen sich also wirklich auf Anhieb mit den neuen Kleinen zu verstehen. Voll niedlich. Ich mag das. Jawohl, ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen Cut. Sonst bekommen wir Überlänge. Und ich sag mal so, wir sehen uns morgen wieder. Seid nicht traurig. Schaut wieder rein. Bis dahin. Tschüss.